Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Subnautica, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier. In der letzten Folge haben wir uns die Melonen geholt, die wachsen jetzt hier. Und wir haben ein bisschen was hier aus dem Rolf nach drüben verfrachtet. Ach, siehste, bevor wir losfahren. Natürlich, ja, hier. Was haben wir denn hier noch nicht? Was wollen wir denn hier eigentlich noch? Stimmt, die Tiefenmodule. Tiefenmodule, Freunde. Klar. Das kriegen wir hin. Warte mal. Da muss ich, glaube ich, rüber, ne? Warte mal, müssen wir da das Tiefenmodul mitnehmen? Ist jetzt die Frage. Nehmen wir das Tiefenmodul mit. Vielleicht sollte ich davon aber auch noch eins bauen, einfach. Wir gucken mal. Oder letztlich, wenn da ein Tiefenmodul drin ist. Haarstahl machen ist schon relativ teuer. Den haben wir. Und das haben wir. Und das haben wir. Letztlich kann man ja auch alles ausbauen, ne? Offensichtlich. Da hat er genug Slots. Epes. Epes ist auch drüben, ne? Krebs ist auch drüben. Der hat ja, glaube ich, auch Tiefenmodule noch zu verbessern, ne? Dass der Krebs auch mal tiefer kommt. Wir gucken uns das an. Wir gucken uns das an. So, was war hier? Hier war nichts dergleichen. Ne? Hier haben wir das Ding. Die haben wir. Doch, hier. Blastahlbach, Nickelerz. Siehste? Und dann? Ja. Cyanid habe ich nicht. Und hier Krebsmodul. Titan, Lithium und Cyanid mit Stufe 2. What the fuck? Wo kriegen wir das denn her? Das habe ich noch nicht gefunden. Das haben wir noch nicht gefunden, Freunde. Das hier haben wir alles. Die haben wir auch. Ja, ja, gut. Brauchen wir jetzt dreimal Nickelerz. Und was war das? Glasstahlbarren? Wo ist er? Ja, Blastahlbarren, dreimal Nickelerz. Mehr können wir schon nicht machen, ne? Give me the water. So. Sind wir mal falsch gegangen? Kann hier auch mal passieren im eigenen Wirrwarr an Gängen. Blastahlbarren, Freunde. Da sieht es langsam an der Titanfront, die sieht langsam sehr mickrig aus. Das muss man sagen. Und hier ist auch kein Platz mehr für Salz. Da müssen wir in die Überfüllungskiste ran. So. Wie geht nochmal Blastahlbarren? Titanbarren, ne? Und Lithium, okay. Also Lithium und Titan sind momentan wieder ganz groß bei uns im Kommen. Hier müssen wir auf jeden Fall mal wieder nachfüllen. So, Blastahlbarren, dreimal Nickelerz. Und schon geht's tiefer mit dem lieben Rolf. So. Zack, Tiefenmodul Stufe 2. Sehr gut. Hier war auch nichts mehr, ne? Hier hatten wir Bohrerarm, Wurfhakenarm. Hatten wir das? Das ist geil. Wärmereaktor. Den haben wir auch noch nicht, aber das ist Cyanid. Warte mal, den können wir bauen. Den baue ich auch. Das Sprungtriebwerk-Dings. Das baue ich. Also, dreimal kristalliner Schwefel, zweimal Nickelerz, Titan, Lithium. Habe ich noch genug Titan? Wahrscheinlich nicht. Gut, dann müssen wir gerade mal Titan holen, Freunde. Ja, war klar, dass jetzt wieder dunkel ist. Boah, ich hatte Schiss, dass das hier irgendein Viech ist. Liegt hier mal gerade bitte irgendwo Titan rum, Freunde. Ein bisschen Titonelli. Ist das an? Das hat gar keine Energiequelle da dran. Leute, ein bisschen Titonelli. Da? Natürlich nicht. Das ist jetzt nicht euer Ernst hier, oder? Mit dem Titonelli jetzt.
Das respawnt doch wohl. Da. Das reicht schon, ne? Reicht schon. Gut. So. Mal gerade umwandeln. So, das nur dreimal machen. Gut. Da Nickelerz, glaube ich, zweimal, dreimal kristalliner Schwefel haben wir auch. Und was war das jetzt noch? Noch irgendwas, oder? War was? Lithium, natürlich. Lithium. Ohne Lithium geht gar nichts in diesem Spiel. Lithium. Wir haben nur noch zwei Lithium. Das ist doch Wahnsinn. Wo ist das ganze Lithium? So, jetzt hier, geil. Das ist natürlich ein teures, geiles Modul, aber das ist auf jeden Fall klasse. So, dann gehen wir wieder hoch, bauen die ganze Scheiße ein. So, so, hier, die wachsen auch langsam. Sehr gut. Wo ist hier? Krebs. Wie geht das jetzt nochmal hier? Krebs. Ach, stimmt, hier kann ich sogar auf den Vorrat. Hier. Zack! Ah, das ist aber auch schon sehr gut ausgestatteter Krebs, ne? Sehr, sehr gut ausgestatteter Krebs. Wo war jetzt die... Da hinten. Und zack. Sehr gut. 1300 Meter. Sehr gut. Okay. Dann hat der Titonelli hier mit hingenommen. Ein Schrank. Sollen wir noch einen Schrank bauen? Kann ich noch einen Schrank bauen? Habe ich mein Baumodul mit? Jetzt habe ich kein Glas mit, ne? Wir können kleine Schränke bauen. Oder? Ich glaube, kleine Schränke kosten doch nur Titan. Und die kosten mit Quarz. Dann bauen wir noch kleine. Ist ja dann auch noch mal ein bisschen Platz. Zwei können wir. Na, können sogar drei. Machen wir noch einen. Nicht dahin, machen wir hier hin. Weil unser Rolf ist aber jetzt schon echt krass ausgestattet, ne? Das muss man schon mal sagen. So, sehr gut. Dann haben wir jetzt auch noch hier ein paar Spinde hängen, die nicht sonderlich im Weg sind. Sehr gut. Also, jetzt müssen wir mal gucken. Haben wir genug Wasser? Soll ich noch mal ein paar Wasserfische? Wir haben nicht so viel. Wir haben nicht so viel. Und ich weiß jetzt wirklich nicht, ob das mit den Ananas-Dingern hier wirklich ausgeht. Ich hole, glaube ich, noch ein paar Wasserfische, oder? Guck mal, wir schwimmen hier sehr an der Oberfläche irgendwie. Sieht ja geil. Ich hole noch ein paar Wasserfische. Komm, was soll denn der ganze Geiz? Was soll denn der Geiz? Ach, die Batterien muss ich auch noch holen. Die Batterien muss ich eh noch holen. Dann holen wir gerade die Batterien. Haben dann das schnellere Ding. Und dann gehen wir noch ein paar Fische holen und dann geht's los. Und dann geht's los. Welcome aboard, Captain. So, die müssten ja mittlerweile auch voll sein hier. Die raffeln auch schon so. So. Voll. Dann kriegst du jetzt erstmal eine neue.
Und der Reparateur. Wo ist der Reparateur? Da. Der kriegt auch eine neue. So, okay. Dann sind die jetzt erstmal wieder da. Hier steht auch noch Wasser. Das nehmen wir mit. Das Salz bleibt da drin. Einmal Titonelli. Können wir hier reinpacken. Nur noch einen Titonelli auf Vorrat. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Da müssen wir natürlich sehen, dass wir da nochmal einen gewissen Vorrat an Titonelli uns besorgen. So, Wasserfische. Wo seid ihr? Ihr seid doch auch langsam, eure Population hat sich doch jetzt hier in den Regionen auch langsam wieder ein bisschen gefestigt. Ich habe euch ziemlich hart zugesetzt, aber ihr seid ja auch hart im Leben. Vielleicht soll ich einfach noch so eine zweite Wasserfilteranlage bauen. In den Rolf kann ich die nicht bauen, ne? Oder? Hat er sich an so ein Ding geklemmt? Wie gesagt, Leute, ne, kennt mein Motto, Vorbereitung ist alles. Und ganz ehrlich, wenn wir sterben, weil ich kein Wasser mehr, weil ich austrockne, das wäre natürlich sehr dumm. Dann lieber nochmal ein bisschen Wasser mitnehmen. So, das reicht jetzt aber auch. Ja, dann lieber nochmal ein bisschen Wasser mitnehmen, anstatt jetzt hier Gefahr zu laufen, auszutrocknen. So, okay, die nehmen wir alle mit. Unten haben wir soweit alles. Dann würde ich sagen, Leute, es geht auf die nächste Erkundungstour. In die Höhlen. Ja, das ist spannend. Und dann geht es weiter. So, machen wir daraus erstmal Wasser. Dieses andere Wasser hier haben wir auch noch nie benötigt, oder? Hier, desinfiziertes Wasser. Keine Ahnung, wofür das ist. Uns reicht das normale Wasser, ne? Uns reicht normal gefiltertes. Damit kommen wir ganz gut klar. Hat sich unser Organismus gut dran gewöhnt, oder denn? Da stehst du doch auch drauf. Schön mal ein Wässerchen. Da kann man nichts gegen sagen. Ne? Besonders wenn es jetzt Sommer wird und heiß wird. Das ist schon ganz gut. Wässerchen hier. Nichts kann unser Wässerchen trüben. War es das? Nein. Das war's. Okay. Wisst ihr? Und schon geht's los. Zack, zack. Zack, zack. Sehr gut. Machen wir hier auch die Dinger rein. Batterien. Wieso jetzt eine zu viel? Welches Gerät hat jetzt keine Batterie? Das kann auch hier rein. Ein Feuerlöscher. Eine Batterie, Reparaturwerkzeug. Das kann ja nicht sein. Das habe ich doch eben gemacht. So. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir soweit startklar. Wir nehmen noch zwei Wasser mehr mit. So. Und hier, die sind nämlich auch noch nicht fertig. Doch, Marmormelone einsammeln. Aber noch nicht groß ist die, oder? Wäre die noch größer? Wir lassen sie mal noch drin. Essen. Wir könnten noch mal gerade einen Fisch hier essen. So. Gut. Ja. Würde ich jetzt mal behaupten, dass wir soweit alles haben, oder? Das Ding ist voll. Krebsanzug ist drin. Krebsanzug ist verbessert. Jetzt die Frage, wo wir hinfahren, ne? Sollen wir zu dem Eingang hier mal fahren? Oder nehmen wir wieder den Eingang, den Eingang? Ach so, wir wollten ja auch zu dem mysteriösen Eingang. Ne, dann fahren wir zum Schwefelland. Engine powering up.
Dann geht's zurück zum Schwefelland. Hat ja keinen Sinn. So. Na, gucken wir uns den mysteriösen Eingang nochmal an. Daten haben wir dabei. Ey, man vertut sich schon so mit der Höhe, ne? Man denkt, man kommt da easy drüber. Nee, ist nicht. Wo sehe ich die Integrität meines Schiffwesens? Kann ich hier nicht sehen? Doch, hier. Ist alles gut. Ist ja alles gut. Wir sind aber mittlerweile sehr, sehr gute Nautiker. Wir sind sehr, sehr gute Nautiker, ne? Muss man schon sagen. Also da ist es ja fast schon... Man fühlt sich ja hier überall heimisch. Das ist ja unser Land. Jetzt müssen wir langsam runter, habe ich das Gefühl. Für die ersten schwebenden Inseln hier. Gehen wir jetzt erst ins Schwefelland und parken da, oder was machen wir jetzt? Und gehen dann zu Fuß darüber? Zu Fuß. Ja, oder? Wir parken im Schwefelland. Jetzt wird es auch wieder dunkel, ne? Man sieht wieder nichts. Hier gibt es auch Wasserfische, guck mal. Du musst ja gar keine Sorgen machen. Da ist er wieder. Ist das ein Ausgewachsener? Wie kann ich das denn erkennen? Oder ist das auch ein Jungtier? Man kann es ja nicht erkennen. Oder? Sonst scanne ich den auch, weißt du? Wenn ich den scannen kann, dann ist es ein Ausgewachsener, richtig? Scheiße, wo geht's denn jetzt hier zum Schwefelland rein, ey? Wo ist meine Boje vom Schwefelland? Ich steig mal geradeaus und mach mal Reparatur. Hier ist nämlich schon wieder. Hier regnet es schon wieder rein, Freunde. Rolf, da steht's. Das haben wir noch gar nicht gesehen. Wo ist das zweite? Muss doch zwei geben, oder? Da.
So, gucken wir mal gerade selber. Da, warte mal, mysteriöser Eingang. Eingang. Da, Schwefelland. Sag mal, ich war doch nicht so tief hier in so eine Grotte rein, oder? Da irgendwie zwei Eingänge. Ja, gibt's. Bin von da gekommen. Kommen wir hier durch? Boah, das ist schon... Rolf jetzt hier nicht die perfekte Location, würde ich fast sagen. Da gehen wir nochmal hoch. Warte mal, wo war das jetzt? Schwefelland. Da müsste dahinter müsste der eigentliche Eingang sein, richtig? Wir gucken uns das an. Engine powering up. Hier müssten wir runter. Aber ich drehe dann erstmal. Oh Mann, ey! Wo ist denn das? Och, Kinders. Engine powering down. Final neutralization system active. Kann ich noch raus? Nee. Ich finde den scheiß Eingang nicht. Wir machen das jetzt. Fuß. Was soll denn der Scheiß? Hier muss irgendwo wieder ein Leck sein. So. Unten ist es doch. Kann ja nicht so schwer sein. Bisschen zurück und runter. Freunde. Welcome aboard, Captain. All systems online. Hä? Oh. Gerade repariert. Engine powering up. Sind eigentlich meine Außenscheinwerfer an, jetzt mal ernsthaft. Dankeschön. So, wo ist jetzt Lost? Da ist Lost Schwefelland, Lost. Na, endlich. Ich muss die mal wieder ausmachen. Ich sehe hier gar nichts mehr jetzt. Die sind ja voll scheiße. Oder? Die sind ja völlig bescheuert. Die Außenscheinwerfer. So, jetzt muss ich aber nochmal raus. Hier tropft es ja immer noch rein. Das ist ja hier ein Hin und Her. Wo ist dein Damage, Rolf? Da hinten. Jetzt bist du wieder ganz. Sollen wir mal weiter mit dem Rolf da rein? Ich meine, ich kann letztlich mit dem Rolf auch tiefer.
müssen wir halt nur gucken. Wo habe ich den Motor angelassen? Hast der dadurch diese enge Schlucht, wo wir waren, ist die Frage, ne? Unser Rolfi. Ah, und hier sind überall so komische Scheißdinger, ey. Also du bist ein Jungtier, ja? Nicht richtig. Bin ich jetzt hängen geblieben oder was? Mir habe ich das Gefühl, dass wir schief im Raum stehen. Wo war denn das jetzt überhaupt? Das war doch hier dann irgendwo. Da, da sind wir. Da waren wir. Sehr gut. Leute, wir sind wieder unten. Jetzt haben wir nur den mysteriösen Eingang natürlich nicht. Aber hier gibt es bestimmt noch andere. Den haben wir jetzt nicht gesehen. So, warte mal. Hier haben wir gesehen, ne? Das haben wir gescannt schon. Was haben wir in die Richtung? Was ist das? Das Lieb? Ein Baum. Ich steig mal aus. Engine powering down. Wir hupen mal. Damit alle wissen, Leute, er ist da. So. Vorher machen wir uns noch einmal voll. Ich glaube, dass die nicht mehr weiter wachsen, ne? Was geben die denn jetzt hier? Ja, 12, 14, sind ja groß. Wir dürfen nur nicht alle essen. Sonst haben wir keine mehr. Also samenmäßig. Wollen wir mal gerade hier. So. Direkt mal neue Pflanzen. Sehr gut. Ja, wir sind voll. Was haben wir? Trinken haben wir mit. Wir nehmen nochmal ein Brot mit. Heal. Nehmen wir mit. Signalboje nehmen wir mit. Ach ja. Und wir nehmen auf jeden Fall eine Tafel mit. So. Wir gehen erstmal ohne Krebs, ne? Wir wollen ja erstmal frei sein. Gehen wir erstmal ohne Krebs. Und die Folge ist auch schon wieder zu Ende. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Kann man das scannen? Was ist das hier? Wie kriege ich Damage bei dem Zeug hier? Ist die Frage. Stimmt, ne? Kann das überhaupt scannen, ne? Doch. Riesiger Lebensbaum. Okay. Riesiger Lebensbaum, ein gewaltiger Baum, der in einer tiefen Höhle entdeckt wurde, der einzige seiner Art auf dem Planeten. Der Baum wird von Rochen umkreist, die auf seinen rosafarbenen äußeren Blättern weiden. Rinde, hart schnell wachsende Rinde, bedeckt die Außenseite des Baumes, weitere Organismen. Phantomeier, die Äste sind um einige herumgewachsen. Der Baum scheint ein uralter Nistplatz zu sein. Und wir sind ja an einem Nistplatz, das ist nicht gut. Sind Phantome nicht die Viecher, die ich da hatte? Von dem ich ein Jungtier gescannt habe?
Oder was? Was findet man denn hier noch? Seltene Erden? Hier ist irgendwie nix. Hier ist aber ganz geil, weil hier sind nur diese... diese Rochenviecher, ja. Huch. Wie schießen die denn hier lang? Ich gehe jetzt nicht zu weit von Rolf weg. Selbst hier gibt es Wasserfische. Wollt ihr mich verarschen? Sind ja überall. Ich kriege ein bisschen Damage. Ansonsten haben wir hier Titonelli, ne? Gelsäcke, Titonelli. Komm einmal hier rein. Mach kein Damage. Gelsäcke. Gold. Ne, Uranitit. Ja, Leute. Lebensbaum hier, oder was? Ist ja ganz geil, ne? Aber hier ist jetzt auch nicht so viel zu holen. Jedenfalls nicht das, was wir wollen. Lithium zum Beispiel. Das Titonelli bauen wir auf jeden Fall ab in der nächsten Folge. Aber ja. Wir müssen mal weiter umschauen hier, ne? Gehen wir erstmal wieder in Rolf. Gut. Dann würde ich sagen, Leute, hier, Lebensbaum, das ist doch mal ein schönes Abschlussbild. Haben wir entdeckt. Weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Ich sage jetzt erstmal tschüss, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Euer Brilli.